Guten Morgen. Guten Morgen. Vom Irgendfjord. Ja, also das ist auf jeden Fall der Sockenfjord. Genau, so heißt der Sockenfjord, aber das, also einer der längsten. Nicht der Sockne. Der Sockenfjord, da sind die ganzen Socken von den Fischen dran. Ach so, deswegen. Ja. Deshalb schwirbt hier auch hier so viel Gacke rum. So viel Algen. Algen. Ja. So, wir haben uns fertig gemacht, wir haben gefrühstückt schon, wir haben die Aussicht genossen, blenden euch jetzt ein Bild ein dafür. Und jetzt heißt es für uns, wir wollen zur Stabkirche nach Borgund, denn genau. Das ist lebendiges Mittelalter, was man dort erleben kann. Und das wollen wir uns heute einfach mal anschauen. Kostet pro Person schon mal 10 Euro, so viel können wir auch schon verraten. Ja. Und also 100 Kronen, ne? Genau. Und dieser Platz hier ist mal kein Park-for-Night-Platz. Deshalb, wenn ihr hierher kommt, seid ihr informiert, weil der Link, also die, kein Link, Koordinaten. Die Koordinaten sind unten in der Beschreibung. Man muss dazu sagen, ich lasse mich mal außen vor, wie ich geschlafen habe. Wie hast du denn geschlafen? Ja, genau, das wollte ich nämlich noch gerade sagen. Ich habe ziemlich gut geschlafen. Ja, man hat hier einen Wasserfall, den hört man auch die ganze Nacht. Aber man gewöhnt sich da sehr schnell dran, finde ich. Also mich stört das überhaupt nicht. Im Gegenteil, das ist so ein berauschendes Schlafen. Und vom Lärmfaktor? Vom Lärmfaktor also her, also Autos... Ist ja in der Straße, ne? Ja, es fuhr mal das ein oder andere Auto, aber das ist dadurch, dass der Wasserfall ja auch immer ein gleichbleibendes Geräusch hat, hast du dieses Rauschen der Autos kaum noch gehört. Also von daher, das ist dann überhaupt nicht mehr störend. Ich fand's wirklich sehr gut. Also das müsst ihr einfach wissen, wenn ihr hier schlafen wollt, das könnte ein bisschen lauter sein. Und Bekloppte gibt es natürlich auch. Ja, so, okay. Und gut. Jetzt wollen wir los und dann melden wir uns von der Stabkirche in Burgund wieder. Ja, und bevor wir es vergessen, gerade nochmal nachgeschaut, gibt es doch bei Park4Night. Mir wurde komischerweise nicht angezeigt. Das heißt, ihr habt den Park4Night-Link unten in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne noch, ihr habt es ja vielleicht gesehen, Happy Pride Month nicht zu vergessen. Angekommen sind wir auf dem Parkplatz der Kirche. Ihr habt sie auch kurz schon gesehen bei der Fahrszene. Ja, wenn man das sehen konnte, ne? Gehe ich davon aus, war das schwarze dicke Ding, was da zu sehen war. Das war keine Hummel. Keine Hummel. War keine Hummel. Keine Hummel. Was ich gerade irritiert war, ist, dahinter ist noch eine zweite Kirche. Genau, und richtig. Und die ist gerade Dings, wie nennt sich das, eingezäunt. Also hier im Bau. Baugerüst heißt das. Das ist aber blöd. Aber es ist ja Gott sei Dank nicht die, die wir uns anschauen wollen. Nein. Was jetzt auch gerade blöd ist, ein riesen Bus voller Rentner angekommen. Uiuiui. Aber immerhin Deutsche. Ja, vom Reisebüro Behrens. Falls ihr mal mit Behrens reisen fahren wollt, www.behrens-reisen.de. Ist keine Werbung. Weil wir kennen das Ding nicht mal. Also guckt euch das besser an, nicht, dass das ein schlechtes Ding ist. Wir wollen ja nichts werben, was wir nicht kennen. Genau. So, wir schauen uns das jetzt in Ruhe an und zeigen euch auf jeden Fall ein paar schöne Dinge. Das ist ein Plan. Die Stabkirchen sind Norwegens einzigartiger Beitrag zum Kulturerbe der Welt. Es gab ähnliche Kirchen auch in anderen europäischen Ländern, aber nur in Norwegen sind sie erhalten geblieben. Von den ursprünglich mindestens 1000 Kirchen existieren heute noch 28. Die Stabkirche von Burgund hat ohne größere Änderung überlebt. Diese Stabkirche, also die Stabkirche von Burgund, trotzte dem Zahn der Zeit, weil sie auf einem steinernen Sockel erbaut worden ist, so kommt das Holz nicht in Berührung mit feuchtem Boden und fault.
das war die Stabkirche von Borgund. Ich finde, ein sehr schönes Gebäude. Genau. Oder? Genau, das auf jeden Fall. 10 Euro. 100 kostet Kronen. Kostet das für uns 100 Kronen. Und 90 Kronen kostet es für Rentner, wenn man entsprechend darauf aufpasst, dass es ist. Wir mussten davor sein, wir hatten gerade sehr, sehr, sehr unhöfliche deutsche Senioren vor uns, die mit deren Kartengeld nicht klarkommen und eigentlich alle angepault haben. Da hat sich Deutschland wieder alle Ehre gemacht. Sorry, aber geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Die sind stets da bemüht. Auf jeden Fall, wir haben jetzt einfach 400 Kronen bezahlt. Also, und man labert wieder in die Aufnahme. Genau, wir werden jetzt auch noch nicht reagieren. Auf jeden Fall fahren wir jetzt weiter und ihr seht gleich den längsten Tunnel der Welt, aber nur in Abschnitten, weil sonst 24,5 Kilometer wären das wär ein bisschen zu lang. So, angekommen, mal wieder aus dem Auto ausgestiegen. Genau, wir haben irgendwie das Gefühl, als wenn wir 5 Jahre zurück sind, denn dieses Örtchen haben wir vor 5 Jahren mit so einer Preziosa mal besucht. Und das war schön. Ach, genau. Da haben wir eine schöne Bahnfahrt gemacht, nämlich mit der Flombahn. Ich muss sagen, eigentlich geändert hat sich für mich ja nichts. Ich wollte gerade sagen, der einzigste Unterschied ist, dass ich einen Koch da auf dem Schiff habe. Das habe ich ja in meinem kleinen Kastenwagen auch. Habe ich auch mal einen Koch dabei. Also, nur dass ich da abtrocknen muss. Das habe ich auf der Preziosa nicht gehabt. Aber wir schwenken euch hier gleich mal durch. Das ist natürlich ein schönes Örtchen hier. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mit der Flombahn nach Voss fahren. Nein, nach Mürdal. Mürdal und dann also weiter nach Mordor. Voss. Und von dort aus fährt dann ein Bus oder nee, da fährt ein Zug. Nee, da fährt der Zug weiter, also ein weiterer Zug sozusagen. Da müsst ihr umsteigen, glaube ich. Genau. Auf jeden Fall nach Voss. Und das, das haben wir damals nämlich auch gemacht mit dem Kreuzfahrer. Der hatte das organisiert. War eine schöne Tour, wirklich. War die teuerste Tour auf den, aber wir wollten es unbedingt machen, weil sie war auch am längsten. Da war auch Mittag mit dabei und so weiter und so fort. Genau. Ja, heute ist die Hanseatic Nature von Hapag-Lloyd hier. Das zeigen wir euch jetzt. Wieder so ein paar Deutsche, überall Deutsche, unfassbar. Und ja, sonst lohnt sich auf jeden Fall mal nach Flom zu kommen. Wir wollen hier nur einen kleinen Zwischenstopp machen, danach geht es nämlich weiter nach Voss.
viel los in Voss, so dass wir da keine Möglichkeit haben, irgendwo zu stehen oder irgendwas zu machen. Wir fahren jetzt weiter Richtung Bergen und hoffen einfach mal, dass wir irgendwie dort vielleicht einen Stellplatz kriegen. Wir müssen ja zwei unterkriegen. Genau, das ist immer das Problem dabei, wenn er, ne? Aber hier an der E16, genau, sind wir gerade auf dem Picknickplatz. No way, das ist viel zu laut, da ist viel zu viel Krach. Ja. Und deshalb suchen wir was Neues und hoffen wir mal, dass wir da was finden. Auf jeden Fall, es ist schon ein bisschen schwieriger zu Pfingsten auch in Norwegen. Ja, es ist sehr voll. So, was soll ich sagen? Es ist mal wieder Grillzeit. Grill raus, Wurst drauf, glücklich sein, hätte ich jetzt mal so gesagt. Ja, der Parkplatz hier ist ein bisschen mit Lärm, also ein paar Flugzeuge gehen hier, aber ist nicht so schlimm. Das wird schon gehen, von daher alles so halb so wild. Aber jetzt werden wir erstmal uns das genießen, jetzt haue ich da erstmal eine Bratwurst drauf, der Grill ist nämlich gleich heiß. Und dann, ja, dann werden wir was essen. Jetzt hat er vom Grillen geredet, aber gar nicht gesagt, was eigentlich passiert ist. Wir wollten ja in Voss eigentlich übernachten, das hat ja nicht funktioniert, deshalb haben wir gesagt, Bergen. Uiuiui, jetzt sind wir in Bergen. Aber das war auch ein bisschen dramatisch, hier einen Parkplatz zu kriegen oder einen Stellplatz oder was auch immer. Und im Endeffekt wissen wir jetzt auch gar nicht. Wir haben zwar jetzt hier einen Stellplatz, den werden wir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Richtig. Aber ob wir im Endeffekt dafür was bezahlen, wissen wir nicht. Es ist zwar vorgemerkt. Ich wollte gerade sagen, also auf unserer Kartenabrechnung ist das vorgemerkt. Allerdings hat der Kartenautomat gesagt Abbruch, also keine Ahnung, hat auch kein Parkticket rausgeschmissen. Wir haben unser Kennzeichen zwar angegeben, aber ach, das ist alles irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Ist nicht durchsichtig genug gewesen. Nee. Aber es haben ganz viele so gemacht, so haben wir uns das hier sagen lassen. Also von daher. Genau, also viele haben das jetzt so gemacht. Also wenn hier irgendwelche Probleme sind, dann ist das so. Also wir werden es auf jeden Fall irgendwann mal mitkriegen. Sonst würde dieser Platz 30 Euro kosten. Wir stehen eigentlich schon auf an Randplätzen hier rund um so eine alten Sporthalle. Ist das ja wohl hier. Und ja, jetzt sind wir mittendrin in Bergen und jetzt haben wir einfach lecker gegrillt und haben wirklich eine Tour nochmal durchgemacht, haben eigentlich eine wunderbare Kirche gesehen, eine Stabkirche. Oh ja, das war haben, sehr schön. Flom nochmal besucht, wo wir 2017 mit einem Kreuzfahrtschiff sind, haben wir uns eine neue Route gesehen, weil wir es auch nicht kennen. Ja. Ja, und morgen geht es weiter Richtung Stavanger. Da wollen wir hin, denn der Plan ist nach Christian Sand zu kommen, bis spätestens Mittwoch früh müssen wir da sein, denn um 8 Uhr geht unsere Fähre nach Hürtheiz. Dann ist das alles schon wieder vorbei, die schöne Norwegen-Reise. Dann ist Norwegen auf jeden Fall vorbei, dann gucken wir nochmal 2-3 Tage Dänemark, mal gucken, wie wir im Endeffekt es werden. Ach, das ist auch schön. Schwierigkeitsgrad ist natürlich, wir haben jetzt Pfingstwochenende, das heißt, wir haben die Pfingstwoche, ist eine kurze Woche. Ja. Auch in Dänemark. Mal schauen, ob wir Plätze kriegen. Lassen uns einfach überraschen. Auf jeden Fall werden wir jetzt noch kurz was schnibbeln und dann geht's auf jeden Fall ins Bett. Mhm.